Fans, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und ich hoffe, der Fastenmonat läuft gut für alle, die fasten. Und wir reagieren heute auf Icon Insider Episode 1. Die 5 herzzerreißendsten Momente bei Icon. Stark. Ich freue mich sehr auf dieses Video. Und das ist ein Video, da waren wir nicht bei. Ich habe selber keine Ahnung, worum es hier geht. Also das werden wahrscheinlich die schlimmen Momente so bei Icon sein. Ja. Aber dennoch bin ich sehr, sehr gespannt auf den Inhalt. Ich bin auch gespannt auf den Schnitt wieder. Und ich bin mal gespannt, wie das wirkt ohne uns. Mal gucken. Ja, mal gucken. Let's go. Niemals zu Krawatten, die versuchen mir meinen Namen zu nehmen. Denn das sind nur die versuchen an mein zu hängen. Mein Handy brannte, weil jeder meint, dass er da ist. Doch war der Hype mal weg, wurde mein Handy zu nah an Darkness. Denn Mate war noch im Aufbau, keine Zeit für Releases. Und okay, der erscheint jetzt bald. Okay. Geil. Donnerstag, 13:59. Wir unterhalten uns heute über... Ey, Chat, sagt ihr Donnerstag, 13:59 oder Freitag zum Release? Er sagt immer Freitag, ich sag immer Donnerstag, 13:59, Bruder. Ich hab Ärger bekommen vom Icon Management, weil ich verwirr den immer, wenn ich sag Freitag, wenn ich sag Donnerstag. Yeah. Er sagt, Bruder, das ist Freitag, 0 Uhr, Donnerstag, 0 Uhr ist Freitag. Aber Bruder, man sagt, es ist Donnerstag, 13:59, Bruder. Ich sag immer Donnerstag. Ist nicht Donnerstag, ist Freitag, Bruder. Ja, das ist wie wenn du sagst Samstag um 3 Uhr, wir sehen uns morgen. Ja, so. Über die 5 traurigsten Momente bei Icon. Wo Tränen geflossen sind. Dann lass uns mal anfangen mit Punkt Nummer 5. Kennern wird rausgevotet. Oh, Bruder, brutal. Kennern, ich muss anfangen mit deiner Performance. Zwischenzeitlich, muss man sagen, habe ich dich so für ein paar Sekunden gar nicht mehr gesehen. Du hast dich nicht einmal nach links oder rechts bewegt. Du siehst doch, dass die ganze Zeit... Okay. Tschüss, hast du dich auch vom Mogli gesehen? Boah, Mogli. Ey, das sehe ich ja jetzt erst. What the fuck? Ich hab gar nicht mehr gesehen. Guck mal. Du hast dich nicht einmal nach links oder rechts bewegt. Du siehst... Tschüss. Richtiger Todesblick, Bruder. Warum guckt der so? Wow. Der so, well, Legova. Doch, das die ganze Zeit... Guck dir mal Kennern sein Gesicht an, Bruder. Scheiß mal, Kennern! Der arme junge Mann sieht das einfach. Siehst du auch? Ja, aber Keller guckt schon auch sehr, sehr geschockt. Auch wie viel Abstand er hat zu den anderen Künstlern. Boah, Alter, das ist so schlimm. Definitiv eins der absolut traurigsten und herzzerbrechendsten Momente, die wir jemals bei Icon gesehen haben. Absolut schlimm. Für die Leute, die es verpasst haben, Icon 4 Villa. Wir teilen die Teams auf. Kennern in Team Bobby und. Ey, dieses Bild! Seite. Bruder, das, was ist das für ein Schnitt? Einfach. Bruder, dieses wir Bild! Wir teilen die Teams auf. Kennern. No! Team Bobby. Ey, aber der Schnitt ist behindert geil geworden. Ja, an ja. der Stelle, unsere Cutter haben wir seit Icon 5, als Icon 5 angefangen hat, haben wir auch zwei Jungs dazu gewonnen. Ja. Ein Team. Black mit Black Cut. Schöne Oder heißt Grüße. Ja, Black Cut IO. Ja. Schöne Grüße an die Jungs. Die haben auch unsere Vision mit uns gemeinsam umsetzen können. Wir mussten die anlernen, die mussten uns anlernen. Die haben gesagt, ey, ihr müsst das so und so drehen, damit wir das so und so schneiden können. Die sind sogar fort mitgekommen. Die machen richtig diesen Amerika-Schnitt, die Props, Bruder. Geisteskranker Schnitt. Bobby und auf der anderen Seite Team San Andreas. Und weißt du noch, dass wir gesagt haben damals, bei Team Bobby gab es Schwierigkeiten und die sind nicht so gut miteinander klargekommen oder haben nicht so krass harmoniert wie Team San Andreas? Und so ist es dann dazu gekommen, dass die Juroren, also du, Emro und BZ, euch gegen... Walla, was sind das für Bilder? Was ist denn einfach Mobbing? Warte mal, unser Instagram ist voll mit Bildern und die nehmen einen TikTok-Ausschnitt. Digga! Dass die Juroren, also du, Emro und BZ... Digga, die nehmen einen TikTok-Ausschnitt! Warum hast du einen Finger in deinem Mund? Junge, weil das irgendein Edit wahrscheinlich von Clarissa Warum oder so. Warum guck ich so, als wenn ich da gerade auf dem Bus warte, Digga? Dein Blick ist okay, aber bei mir ist ein Finger dazwischen, Bruder. Nimm doch einfach ein vernünftiges Bild, Bruder. Euch gegen Team Bobby entschieden habt. Aber... Eine Sache, die interessant war, man hat direkt von Anfang an in dieser Villa gemerkt, Kennern passt einfach nicht so gut mit den anderen Künstlern zusammen. Irgendwas hat da einfach nicht harmoniert. Also so von dem Vibe her oder irgendwas. Man merkt, die Künstler sind da drüben am Performen und Kennern alleine auf der Couch. Und übrigens sehr ähnlich wie Hasuna in Icon 5. Ja. Danach kam es ja zur Performance und man hat halt auch irgendwie gemerkt schon, dass er voll wenig Platz auf dem Song hatte. Boah, das stimmt. Das habe ich komplett vergessen. Es gab oft genug Situationen, wo man dich nicht mehr gesehen hat, wo du einfach verschwunden bist hinter den anderen. Weißt du, was ich meine? Und du musst dir dein Spotlight selber suchen bei so einem Auftritt. Hast du dich nicht wohlgefühlt in der Gruppe? Null.
Und wie kommt's? Sag ich dir offen und ehrlich. Ja, die lassen. War nicht mein Ding. Boah, der Arme. So, ich hatte einen, wo ich dachte, okay, bei denen bin ich 100% sicher, wo ich wirklich alles sein kann, aber das ist 0,00. Boah, und guck mal direkt von Bobby dieser Blick. Boah. Der auf Seite mit Arm gekreuzt, man sieht schon, das ist so diese Körpersprache, die sagt so, ey. Hey Bro, was war das für gerade? Also ich hatte wirklich, man sagt, ey, guck mal, du bist für diese 4 Zeilen gut gedacht und das wird auch reichen für dich. Und man hat ihm das wahrscheinlich wirklich so eingeredet und verkauft, dass er gesagt, ja, okay, dann mache ich das so. So. Also damit ihr wisst, wir wollen immer mehr jetzt diesen Podcast-Stil aus Amerika mehr jetzt auch bei uns mit einintegrieren. Alles, was wir tun, so, wir inspirieren uns ja sehr aus der Bubble da aus Amerika. Und wir wollen jetzt auch diese Podcast-Reihe bei uns mit dem Format kombinieren und sehr coole Sachen aufziehen. Da kommen auch demnächst noch sehr, sehr coole Sachen mit Auftritten, mit Künstlern. Also da kommt noch eine Menge. Das wird noch viel, viel geiler. Guck mal, was ich zu dieser Situation hier sagen kann, die ihr hier seht, das ist jetzt schon ewig her, ich weiß, bei Icon 4. Das Ding, was Kenan meinte mit dem Song, was er hatte, wo er sich hätte zeigen können, das war Barrio mit ja, Tano. Richtig, genau. Und der Kenan hatte mit Tano sich abgesprochen, ob die den Song in dieser Challenge am nächsten Tag bringen. Hm. Tano hat, so wie ich es gehört habe, hat gesagt, guck mal, wir haben etwas vorbereitet, verlass dich nicht zu 100% darauf. Wenn es anders kommen sollte richtig, als geplant, richtig. Dann können wir diesen Song performen. Genau. Und der wird knallen, hat auch Tano scheinbar zu ihm gesagt. Ja. Aber es könnte sein, dass die komplette Gruppe sich gegen etwas anderes, also genau. für etwas anderes entscheidet. Da müssen wir uns anpassen. Ja, weil da so. Sind halt viele Meinungen, ne? Das Problem ist, Kenan hat sich in dem Moment scheinbar nicht so ganz darauf verlassen, was Tano jetzt gerade sagt, sondern er hat einfach nur aufgenommen, okay, wir haben einen Song, den machen ich wir. Ich verlasse mich darauf, so. Das ich war bin fertig und Kenan, er hat dann nicht weiterhin vorbereitet. So, weil der Kenan hat halt optimistisch gedacht, der dachte halt, okay, es wird bestimmt so kommen, ja, wird schon laufen, ich kann mich zurücklehnen. Aber es kam dann anders, weißt du, so. Und dieses Anpassen so, es hat halt nicht mehr vernünftig geklappt, weil Zeit zu wenig war. Da war dann halt auch die Vorbereitung nicht mehr passend. Und du musst das auch so sehen, es ist ja auch irgendwo, klar, du bist ein Team, aber du bist auch Konkurrenz. Umso mehr ich von mir abgebe, umso mehr Spotlight hast du. Richtig. Ja, nee, warum soll ich dir dann was gönnen, wenn ich mir wiederum denke, Bruder, du hast doch gerade schon verkackt, hättest von Anfang an mitgewirkt, wir hätten uns teilen können, aber Bruder, mein Brot ist jetzt mein Brot, so. Weißt du? Also, wir können diskutieren bis zum Ende, ob er recht hat, ob du recht hast. Du hast am Ende zu wenig Leistung gebracht. Und das wird nicht ausreichen, sag ich dir ehrlich. Da ist der Moment, wo ich gemerkt habe, als er seinen Gesichtsausdruck da gezeigt hat, es ist vorbei für mich. Ich kann irgendwie mich hineinversetzen trotzdem, in dieses Gefühl reinzukommen und zu sagen so, ich pass nicht, was mache ich? Es ist wirklich schwer. Es hat mir sehr weh getan. Ja, hart. Es hat mir echt wehgetan in dem Moment. Also es ist jetzt keine Rolle oder keine Show, die Spiele, es hat mir wirklich sehr wehgetan. Boah, geil, ich habe gemerkt, Bruder, dass jeder... Oh, Wallah, das ist sehr krass. Ey, Bruder, der Schnitt ist hart. Irgendwas auszusetzen hat, aber nie irgendwie gedacht habe, ey, was ist denn, wenn der Junge wirklich alles versucht hat, sich in die Gruppe zu integrieren, aber den einfach gesagt hat, ey, Bro, nein. Also die Gruppe hat verloren, die mussten dann ins Voting und dann hat sich das ganze Team gegen die entschieden und hat Kennern rausgevotet, die haben meinen Kennerns Namen drauf geschrieben, wirklich aus 7 Künstlern haben 6 Künstler seinen Namen drauf geschrieben. Und er hat sich selbst rausgevotet, ne? Ja, ich glaube einfach, weil der auch keine Lust mehr hatte. Er hat einfach gesagt, hey komm, so. Aber ich finde, genau nachher im Vote kam der richtige Satz von Kennern. Ich war heute leider nicht so gut. Leider kann ich viel besser. Nächstes Mal werdet ihr sehen, was ich kann. Ich werde alles beweisen. Boah, Bruder! Ja, siehst du? Ey, ich hab Gänsehaut! Siehst du? Ich hab Gänsehaut, sein Vater, Bruder! Aber ey, seid mal ehrlich, Chat. Sind wir uns darüber einig, dass es für Kennern nicht hätte besser laufen können? 100%. Jetzt mal ehrlich, so. Seht ihr das auch so? Und weißt, was das Coole ist? So, damals, als die Entscheidung war, bezüglich mit Kennern, so, Villa, ja, nein, dies, das, ne? Mhm. Was hatten wir alle als Team gesagt? Wir haben gesagt, ey, da draußen gibt's einige, die verstehen Kennern, so. Einige, aber haten den immer noch wegen der Sache von Icon 4 damals, mit dem Streit mit Bobby immer noch. Und viele feiern den aufgrund seiner Lyrik oder sonst was nicht. Aber was haben wir gesagt? Wir haben in Kennern so viel Potenzial gesehen. Wir haben gesagt, ey, der wird zu 100% zum einen bei der Frauenwelt gut ankommen. Und das ist ein Faktor, Bruder. Ja. Zu der anderen Sache wird der auch einfach musikalisch überzeugen, die Leute abholen. Mhm. So, und einfach dieser Call, dass wir so
dass es so wahr geworden ist, wie wir es gesagt haben. Kenan kam damals zu uns. Ich habe den damals gesagt, ich so, Bruder, du wirst mit 80 bis 100.000 Followern auf Insta rausgehen. Der so, nein, Bruder. Ja, stimmt. Niemals. Der so, ich schwöre niemals. Der so, ich gehe nur mit 20 raus. Ich so, Bruder, vertraue auf meine Worte. Ich habe gesagt, vertraue auf meine Worte. Der hat gesagt, Bruder, du wirst safe 200, 300.000 auf TikTok machen. Du wirst 1 Million Mio monatlich. Wir haben gesagt, du gehörst zu den Top 6 Hörern von Icon. Bruder, der ist einfach der nach Shabab der beliebteste. Ja, ist krank. Geisteskrank. So, weißt du, und wenn wir in einem Künstler Potenzial sehen, wenn wir sagen, der und der kann es schaffen oder der und der wird schaffen oder wir lassen einen Künstler bewusst weiter, dann ist das, weil wir uns dahinter denken, Bruder, da ist immer eine Entscheidung, da ist immer eine Perspektive für die Zukunft. So. So, also alles, was wir machen, ist schon mit Berechtigung. Mit Bedacht auch. Und mit Bedacht, ja. Ich hol mir meinen Hack und das hat er gemacht, Bruder. Und deswegen, ich hab dem das so gegönnt. Ich hab dem das so gegönnt, diese ganzen Hits, die der gemacht hat. Und wirklich, Herzensjunge, sehr cooler Typ. Traurigster Moment jemals bei X. Safe, Herzensjunge. Top 4. Skandal, Top 40. Boah. Icon 5. Boah, aber Skandal opfert sich, das war für mich persönlich, so, Bruder, ich weiß jetzt nicht, was sie auf Platz 1 oder 2 getan haben, aber für mich einer der wirklich traurigsten Momente. Ich hätte sogar Skandal entweder auf 1 oder 2 gepackt. Ich weiß noch genau, ich bin danach zu ihm, weil ich habe ihn wirklich, also, ich mag ihn, ne, Skandal ist ein guter Kollege auch jetzt noch von mir, so, und das, ne, wir mögen uns extrem so, wir haben eine geile Bindung miteinander, wir telefonieren auch sehr oft, auch wenn man uns jetzt gemeinsam nicht in Videos sieht, er hat ja viel zu tun, ja, wir ja, machen normal, unser klar, Content, ja, aber es wird wieder Videos auf jeden Fall bald geben, aber Bruder, in dem Moment, ich bin, nachdem wir abgedreht haben, zu ihm gegangen, hab ihn umarmt, hab den erstmal angeschissen in sein Ohr, hab den beleidigt und dann habe ich gesagt, du hast mir das Herz gebrochen. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr seht das so in den Videos, ja, es wird zurechtgeschnitten und da ist Musik drunter gelegt und es wird alles perfekt geschnitten. Aber glaubt mir, im Rohmoment vor Ort ist das nochmal was ganz anderes. Ja. Weil ihr müsst euch vorstellen, er sagt, er opfert sich und dann war kurz Offcam und wir meinten so alle so, ey, meinst du das ernst und so und dies und das war so voll die traurige Stimmung gerade, wisst ihr? Und er hat es einfach durchgezogen, der so, ich wäre kein Bruder, wenn ich das nicht machen würde. Der so, wer bin ich, dass ich irgendwen von denen rauswerfe, wenn alle davon besser sind als und so jedem gebührt Hack und so. Also krass, Bruder. Einfach, der hat die ganze Gänsehaut. Show manipuliert der Junge. Ja. Von Anfang bis Ende, Cousin. Sogar wenn der Abgang macht, manipuliert der die Show, Alter. Bist du ein... Geh doch einfach! Geh doch einfach! Hör doch, mach doch keinen Skandal, Digga. Geh doch einfach. Mach doch einfach was Gutes. Ey, Esko, rutsch mal bitte hier rüber. Nein, nur Liebe, Bruder. Nur Liebe an Skandi. So. Finale, wir schaffen es durch das Villa-Finale. Skandal boxt sich die ganze Zeit durch. Links, Bruder, rechts, geil. Er ist am Kämpfen und er ist am Struggeln und er ist sich am Durchbeißen gegen die Jury, gegen die anderen Künstler, schaltet Konkurrenz aus und reißt einfach alles ab. Wir stehen in der Top 6. Und weißt du noch, wie wir das gemacht haben? Das war mit, hey Leute, entweder ihr votet jemand raus oder ihr tretet euer Kopfgeld ab. Ja. Biggie, ich trete mein Kopfgeld ab, bitteschön. Barré, ich trete mein Kopfgeld ab. Ey, was sind das für Pferde? Ich trete mein Kopfgeld ab. Azu, ich trete mein Kopfgeld ab. Bayor, ich trete mein Kopfgeld ab. Einmal ein TikTok! Das war einfach ein TikTok von seiner Hörprobe, von diese Istanbul Flights oder wie das heißt. Einfach von nach und nach ab. Und plötzlich, die Jury, ihr drei, sitzt vor einem Skandal. Und der ist der Letzte, den ihr fragt. Skandal, du hast so und so viel Kopfgeld. Was möchtest du tun? Es geht heute um den Einzug in Hört man nur diese Grillen! Und auch du musst eine finale Entscheidung treffen. Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, die sind doch alle gut miteinander. Also der wird auch keinen auswählen. Ja, aber es ist nicht so gelaufen, wie wir gedacht haben, wie es jedes Mal ist mit Skandal. Ja. Es läuft nie so, wie wir das geplant haben. Ja. Und er steht vor der Jury und boom, er sagt einfach, ich werde jemanden wählen. Und alles geht in die Tiefe. Alle sind geschockt. Guck mal, mein Blick. Habt ihr meinen Blick gesehen? Guck mal jetzt nur seitlich auf meinen Blick. Und alles geht in die Tiefe. Weil, guck mal, BZ dachte sich, nein, Bruder. What the fuck? Was passiert hier? Und ich dachte mir, nein, Bruder, das hat der nicht gesagt. Und Sandro dachte sich, hä? Sandro. Wann ist der Auftritt? Genau. Wann rappen die? So. Wann gibt's alle was sind geschockt. Das ist hart. Was? Das ist ein hart. Skandal wählt jemand? Was? Das ist hart. Wen wählst du? Ich wähle Skandal. Wow. Du musst schon.
was haben, um sowas durchzusetzen. Ja. Überleg doch einfach mal seinen kompletten Weg von Anfang an. Ja. Und jetzt steht er da und der hat... Als ich gesagt habe, wen willst du, ne? Ich hatte schon im Kopf, der wird jetzt irgendeine Scheiße machen. Der wird irgendwas machen, es wird dir nicht gefallen. Ich hatte so ein Gefühl. Und dann sagt er, ich wähle Skandal. Ich so, Bruder. Um sowas durchzusetzen. Ja. Überleg doch einfach mal seinen kompletten Weg von Anfang an. Ja. Und jetzt steht er da und der hat wirklich die Möglichkeit zu sagen, ey, ich hol mir jetzt alles und mach diesen Move. Und opfert sich einfach für sein Team. Und dann am Ende des Tages, weißt du, wir waren alle schockiert. Wir wussten alle nicht, dass das passieren wird. Und dann verlierst du auch einen sehr starken Künstler wie Skandal, den du eigentlich nicht verlieren möchtest. Weil du willst ihn eigentlich, weißt du, du willst noch weiter mit ihm arbeiten. Und er sagt einfach in diesem Moment, weißt du was, so, ich bin hier am Ende. Genauso leise, wie er gekommen ist. Ist er auch gegangen. Ich muss auch sagen, warum dieser Moment für uns mit zu den traurigsten gehört, ist, weil wir in einem Skandal, damals mitten in der Bewerbungsphase, er war ein Niemand, du wurdest auf den aufmerksam, du hast gesagt, ey, guck mal, ich hab hier jemanden, der nennt sich der Skandal, lass auf den reagieren für die nächste Folge. Mhm. So hat alles angefangen, wir haben auf den reagiert, wir haben in dem Potenzial gesehen, wir haben den gepusht bis zum geht nicht mehr, er hat alles perfekt umgesehen, er hat Musik seit Februar gemacht. Ja, Mann. Bruder, ich hab ihn sehr oft in den Arsch getreten mit TikToks. Mit TikToks, wir haben jeden Tag gesagt, Bruder, du wirst ein Klickmagnet, Bruder, du wirst noch, du wirst bei Icon 5 mit zu den beliebtesten gehören. Du wirst so ein Bobby-Niveau, was Unterhaltung angeht, bekommen. Zu 100%, Bruder. Und wir haben jeden Tag bei den mitverfolgen können, wie der besser und besser und besser und besser wurde. Einfach, und wir haben den begleitet. Wir so haben auf den begleitet. Weg jetzt zu fahren, Tag bei Tag. So klar, jetzt bei einem Azur oder Shabab, Bruder, die sind gekommen als Stars, sind gegangen als Stars. So, weißt du, aber bei einem Skandal so wirklich dieses. Aus ist dem Nix gekommen und auf einmal bei Farid. So, das ist weißt krank. Du? Und Bruder, das war auch so für uns mit der traurigste Moment. Ja. Aber umso stolzer sind wir heute. So, also bei Skandal muss ich sagen, wäre für mich Platz 1 oder 2 dieser Moment. Ja, safe. Mal gucken, was sie noch haben. Pumps wird eliminiert. Boah, auch ein unglaublicher Gänsehaut-Moment. Was denn? Mohams. Icon 4, Finale, Mohams. Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, wer Mohams noch ist, aber Mohams ist der mit der Brille. Der Moment, wo Mohams raus... Wieso muss er das jetzt extra mit der Brille? ...ausgeflogen ist. Sag doch einfach Mohams. Einer der absolut härtesten und traurigsten und herzzerreißendsten Momente, die wir je bei Icon gesehen haben. Also Mohams war in einer Last Chance, das heißt, der Künstler hatte noch mal einen letzten Versuch, seinen Song vor der Jury zu performen. Keine Vorbereitungszeit, einfach Mikrofon aufgestellt, Beat an und let's go. Bin noch am Anfang, meine Jungs sagen, Mohams, mach langsam. Mama meint, mein Sohn sei achtsam. Kann ich weiß jetzt, was in die Kommentare kommt. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Und wie der am Zittern ist. Genau jetzt. Und du siehst halt, dass der richtig am Zittern ist. Der hält das Handy in seinen Händen und der weiß schon, verdammt, so, es geht hier gerade um mein Leben, es geht um meine Träume, es geht um alles. Und ich habe nur noch diese eine Chance. Und wenn ich jetzt reinscheiße. Ist vorbei. Aber vor eBay, ich hau ich an Fies, halt direkt à la Bobby Van Damme. Deutsche bist fake, so wie de la Rue. Redis, du weißt, ich bin immer bienvenue. Boucher Platz Avenue, 5 Sterne ein Menü. Hans ist sadig, ich bin immer attendu, kannst nix. Und da ist es passiert. Da ist es passiert, das ist der eine Hustler. Und du siehst es auch übrigens in Bobbys Gesichtsausdruck, der so. Also das hätte nicht passieren dürfen. Und ich glaube, Mohams wusste das auch genau in diesem Moment, dass dieser kleine Atemfehler ihm das ganze Game kosten wird. Hat es auch ein paar Stellen, die waren sehr, sehr, die Unsicherheit hat man sehr stark gemerkt bei der Performance. Deswegen haben wir uns entschieden. Und man sieht einfach bei dir, du guckst auf den Tisch. Ja, ich guck den Tisch. Ich konnte nicht in die Augen schauen. Geht nicht. Geht nicht, es geht nicht. Für dich heute die Reise enden würde. Das war wie ein Schuss. Du bist der erste Kandidat, der die Gruppe verlassen muss. Das ist doch keine Niederlage. Du hast doch nicht verloren, Bruder. Du bist doch weit gekommen, Wallah, von 500 Teilnehmern. Du darfst doch jetzt nicht aufgeben und weinen. Bruder, du kannst stolz auf dich sein, Mann. Du bist von 500 Teilnehmern in der Villa gelandet. Ich will was Korrektes sagen. Du bist von 500. Ja, du hast dich verloren, Bro. Mach dir kein, nicht weinen, immer lachen. Aber ey, überleg mal, 500 Teilnehmer damals nur.
Ja, krass, ne? Heftig, wie sich das alles gesteigert hat. Ja, krass. Oder 13 Teilnehmer. Irgendwann endet die Reise. Was halt echt schön war, ist, nachher Mohams ist ja trotzdem wieder zurück ins Studio gekommen. Wir haben uns trotzdem mit dem Vertragen die Hand gegeben und gesagt, hey Bro, so, gib nicht auf. Dein Weg geht auf jeden Fall weiter. Jetzt hat es vielleicht dieses Mal nicht geklappt, aber das heißt nicht, dass es in Zukunft nicht noch klappen wird. Mohams ist zurückgekommen. Wir haben eine kleine Show mit ihm veranstaltet und es hat auch richtig Spaß gemacht. Und übrigens, jetzt wo wir gerade bei dem Thema sind, ich weiß ganz genau, Mohams hat über die letzten 2 Jahre unglaublich stark gearbeitet. Oh nein, Colin, bitte nicht wieder eine Vorhersage. Oh nee, jetzt sagt er wieder 200 Millionen Streams, Alter, nee. Wir müssen aufhören mit YouTube, wir müssen wieder anfangen. Ich muss wieder Studium anfangen, Bruder, ja. Jetzt das war's mit Mohams unserer Karriere, ja. Oh, hör auf, Bruder, ja. Jetzt sagt er Mohams X Ascher nächstes Jahr. Hör auf, bitte. Und ich hab ein paar Bretter von dem gehört, Bruder. Und nein, wenn der wieder reinkommt, dann wird sich auch sein Hack wiederholen, Bruder. Ah, okay, er hat nichts gesagt. Ist okay, Hack, cool, okay. Colin ist immer sehr euphorisch, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich hab halt immer Angst, den muss man immer stoppen. Ja. Für den ist jeder Künstler der Beste, Bruder. Gefährlich. Top 2. Sari bricht zusammen. Also ich sag dir bisher ehrlich, die für mich traurigste Stelle war das mit Skandal. Vielleicht haben die das ja gar nicht nach ihrem Top 5 gemacht, sondern einfach die fünf traurigsten. Ja, wahrscheinlich. Weißt du? Ja. Was so fällt mir gerade ein? Ja, aber das? Okay, komm, wir machen es fehlt ein wichtiger Moment, vielleicht ist er auch auf Platz 1, ich weiß es nicht. Platz 1 ist Smelly. Ich hoffe, der hat nicht Smelly auf Platz 1 gepackt. Na, ich ruf dir direkt hier an, Bruder. Ich krieg einen Knacks. Also nichts gegen Smelly, ne? Ich freue mich auf seine Teilnahme und so, aber... Safe. Janne, wir haben auch noch andere Teilnehmer. Ich küsse dein Herz. Ja, nicht so. Für mich war der traurigste und schlimmste Moment eigentlich, als die Runde 2 beendet wurde von der Polizei. Ja, das gehört auch dazu. Ja, 100%. Auch definitiv eins der härtesten Momente für eine Künstlerin bei Icon. Für die Leute, die es nicht wissen, Sari ist eine der einzigen weiblichen Künstler, die es bei Icon 5 bis zu Runde 2 geschafft haben. Ich muss sagen, als Sari in diesem Bus saß, und die Anfahrt kam zu dem Knast und du bist als einzige Frau, sitzt du da in dem Bus mit 39 anderen. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr komisches und hartes Gefühl, weil du weißt, du wirst die nächste 1, 2, 3 Wochen vielleicht mit diesen Personen verbringen. Danach kam ja die Ansprache, die Künstler kamen rein, die haben gegessen in Ruhe und dann kommt der Moment. Wie Handy ist weg, Leute? Ah, okay. Was Handy ist weg? Ihr wisst schon, dass der wird richtig sauer. Du kannst ihn anrufen. Ich schwöre, dieser Sound hat so TikTok-Meme-Potenzial, ne? Stell dir mal vor, dein Lehrer sagt zu dir, Handys einsammeln. Wie Handy ist weg, Leute? Was Handy ist weg? Ihr wisst schon, dass der wird richtig sauer. Du kannst ihn anrufen, gell? Du musst dir vorstellen, sowieso ist sie schon alleine unter 39 das. Jungs. Sie hat keinen wirklich, mit dem sie reden kann oder dem sie sich anvertrauen kann oder was auch immer. Und dann stell dir vor, du sitzt da und jetzt plötzlich musst du dein Handy abgeben. Ey, Colin hat so eine beruhigende Ja, Stimme. Wollte ich auch gerade sagen. Der macht das so perfekt, Bruder. Ich liebe das, wenn wir so mit Colin über irgendwas reden, so irgendwas planen und dann redet er genau so. Und ich so, wow, geil, Alter, du geile Sau, rede weiter. Ja. Flüster in mein Ohr, bitte. Genau so, flüster mir so die Pläne geil. Für Icon 6 in mein Ohr. Der macht das so krass, Bruder. Du kannst nicht mehr mit deiner Familie reden, du kannst nicht mehr mit deinem Freund reden, du kannst mit keinem mehr Kontakt haben. Die einzigen Personen, mit denen du jetzt die nächste Zeit verbringst, sind diese 39 Leute. Und diesen ganzen Druck, der um dich entsteht. Und dort ist Sari dann das erste Mal in Tränen ausgebrochen. Man hat das einfach gesehen und sie tat mir einfach in dem Moment richtig leid. Doch ich hab keine Erwartung. Und du siehst, sie kriegt keine Luft. So, sie war am Wedeln. Stopp! Ich werde jetzt eine Sache leaken. Mama, stopp. Ich werde jetzt eine Sache leaken. Was, glaube ich, der Grund bei dieser Gruppe war, dass die mit am meisten verkackt haben. Die haben an dem Tag den Auftritt 7 Mal gemacht. Oder 6 Mal oder so, ne? Ja, oft auf jeden Fall. Und die ein Künstler, egal jetzt ob Frau oder Mann, aus dieser Gruppe hat mitbekommen, dass davor die Gruppe von Keris verkackt hat. 2 oder 3 Mal, ne? Okay. 2 Mal war das. Eine Person hat sich darüber gefreut. Der meinte, jawohl, besser für uns und so. Wir schaffen das. Die haben sich schon die Hand gegeben und so. Nach dem Motto,
okay, er ist schon raus und so, wir sind Safi durch, ja, so. Ja, ja, krass. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und zack, Karma. Trifft das Karma zurück. 7-mal für dich. Krass. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber das ist die Industrie. Aber das sind so Sachen, die bekommt ihr nicht mit. Und das war alles auf Aufnahme. Das war alles auf Aufnahme. Hätten wir alles reinsteigen können. Und das ist ja das, was wir sagen. Wenn wir sagen, würdet ihr ja wirklich alles mitbekommen? Ja. So, dann wäre der ein oder andere unsympathisch in euren Augen. No. Und das haben wir gar nicht so richtig auf Kamera festgehalten, aber die ist wirklich einfach in diesem Moment zusammengebrochen. Komplett zusammengebrochen. Also es war einfach nur, ich glaube, das ist einfach zu viel geworden. Es ist ja schon, du hast ja schon was erreicht, da zu stehen. Weil wenn du jetzt die ganzen Icon hinten, also die anderen Staffeln guckst, welche weibliche Künstlerin hat es denn so die zweite Runde geschafft? Ja, und ich hoffe auch einfach, es werden sich bei Icon 6 mehr Frauen trauen, einfach auch mitzumachen, sich bewerben und sich einfach von diesem Druck nicht abhalten lassen. Safe. Und schlagt euch bitte eine Sache aus dem Kopf. Icon ist nicht ein pures Rap-Format. Icon ist alles, was du mit Deutschrap zu tun hast, ist bei uns willkommen. Punkt. Ja. Egal ob Gesang, ob Rap, ob Afro, ob Drill, ist egal. So. Ob Straße, ist egal, Brudi. Einer der wirklich krassen Momente ist, Keris bricht zusammen. Oh mein Gott! Das gab's ja auch noch. Tat mir unglaublich leid. Icon 5. Einfach die 1 oder was? Wir sind alle zusammen im Knast. Keris ist auch ein Künstler, den du schon bei Icon 4 gesehen hast. Ja. Und er hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Aber jetzt musst du dir vorstellen, du bist ein Künstler, der bei Icon 4 schon einmal versagt hat. Jetzt kommst du zu Icon 5 mit einem ganz anderen Mindset und einem anderen Druck. Du musst jetzt irgendwas Neues bringen, um die Jury zu überzeugen. Das heißt, es ist, glaube ich, fast unmöglich, dir selber treu zu bleiben mit deinem eigenen Style. Der Druck für ihn war einfach viel höher als für jeden anderen Künstler, der da war. Ja, da muss ich... Also Colin sagt ja, das war für... Colin sagt ja, für Keris war der Druck am härtesten oder am höchsten von allen Künstlern, die da waren. Aber Biggie hatte deutlich mehr Druck. Ja, wegen Schenko und mir halt, ne? Er ist bei Dardan gesigned gewesen zu der Zeit. Ja, ja. So. Stopp, kurz, Jungs. Stopp. Was ist los, Keris? Alles gut? Große Wasser. Komm mal her. Ey, was ist los? Kennern muss ich einfach weglachen. Guck, das sehe ich. Digga, der lacht in jeder unpassenden Situation. Kennern, guck mal hier schon. Kennern ist so ein Mensch. Er weiß einfach nicht, wann er sein Maul aufzumachen hat und er weiß einfach nicht, wann er am besten einfach mal nicht lachen sollte. Kennern ist wirklich so in so unpassendsten Momente gibt er noch so ein bisschen Salz in die Wunde, ja, Bruder. Lacht er noch. Und dann opfert der sich sehr. Erst klatscht er. Ah nee, Donny, ich opfer mich. Alles gut? Große Wasser. Komm mal her. Ey, was ist los? Hier. Und du merkst hier auch schon, er kann nichts mehr reden. So aus seiner Brust kommen keine Worte mehr. Er hat alles an sich vorbeiziehen sehen. Luft mehr. Alles gut? Oh. Ey. Einer vom Team einmal. Ey, warte mal. Ey, Jungs. Fragt ihr mal jemand. Ey. Wir unterbrechen. Und auch für mich war das erstmal ein Schock, weil Keris auch einer meiner persönlichen Favoriten. Also ich dachte mir, Bruder, du musst jetzt zeigen, aber ich wünsche dir das allerbeste. Und dann siehst du einen Künstler, den du wirklich magst und den du sehr feierst, der einfach absolut zusammenbricht. Das war auch übrigens für uns als Jury sehr hart, weil wir gedacht haben, ey, wenn Keris jetzt schon in diesen... Jemand schreibt... Für Colin ist jeder Favorit. Colin ist einfach positiver Mensch. So. Ja, der denkt sich halt, guck mal, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ja sein Format, es ist sein Baby. Ja. Ne? Und ihr dürft nicht vergessen, er ist der Grund dafür, dass tausende Menschen eventuell eine Perspektive kriegen könnten. So. Und er ist dann auch gleichzeitig der letzte Mensch, der dann irgendjemanden rauswerfen will. Das ist ja paradox. So. Als Veranstalter, wisst ihr? In dieser Situation wirklich nicht mehr die Kontrolle behält, wie ist es denn bei den anderen Künstlern? Mhm. Und für mich war das auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, pushen wir die Künstler gerade vielleicht zu hart? Haben wir es übertrieben mit Knast, mit keinem Schlaf, schlechtes Essen? Haben wir es übertrieben so in diesem Moment? Weil irgendwo ist es natürlich für uns auch die Frage, ja, wir machen eine Show, aber am Ende des Tages sind es alles auch noch Menschen, wo
es sich natürlich hauptsächlich um die Musik geht, sind wir vielleicht in diesem Moment zu weit gegangen, haben wir einen riesigen Fehler gemacht mit Akon und der Xanadu. Und falls ihr irgendwelche Themen da draußen habt, die ihr möchtet, die wir gerne hier in der Show aufgreifen, lasst es uns einfach in den Kommentaren wissen. Und ganz, ganz wichtig, falls ihr bei Akon 6 auch teilnehmen möchtet, stark, könnt ihr euch jetzt noch wichtig bewerben. Also die Bewerbungsphase ist sehr, sehr offen. Sehr geiles Video. Es wird nicht lange offen sein, das heißt, schickt eure Bewerbung ein. Wir freuen uns unglaublich auf jeden Einzelnen von euch, der daran teilnimmt. Und mit dem, es hat es gesagt, und du kannst dich jetzt verabschieden. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode von Akon Insider. Geil. Ich habe vorhin gar nicht aufgenommen jetzt. Boah, das ist immer ein Problem bei denen im Studio, boah, ne? Jedes immer Mal, dieses, ne? Immer dieses, immer dieses. Ihr müsst euch vorstellen, letztes Mal haben wir ein 40-Minuten-Video aufgenommen. Lack, was laberst du? Wir waren einmal da, wir haben 7 Stunden gedreht. Nicht danach da, sagt das meine ich nicht. Ich glaube, wir haben nicht aufgenommen. 40 Minuten haben wir gedreht und dann haben wir bemerkt, die haben nicht aufgenommen. Ich schwöre. Und dann sind diese 7 Stunden entstanden. Das, ihr müsst euch vorstellen, ihr lächelt, der sagt so diese eine Sache und du denkst dir gerade so, boah, Bruder, ich hab grad einen richtig Baba-Satz gesagt. Ja. Ich sag dir einfach nochmal, ja. Ich stell dir ehrlich, boah, Bruder, ist das cringe, Bruder. Alter, ich stell mir vor, die andere sehen dich, Bruder. So, Bruder, das ist hart. Das ist hart. Aber ey, ich muss sagen. Stimmt, Digga, Fornesca war im Krankenhaus, wo war das? Ja, da ich finde, das generell fehlt. Generell, das kann man ja in die Kommentare schreiben. Ja. Aber das Format ist cool. Akon Insider haben wir bei Akon 4 angefangen gehabt. Mhm. Bei Akon 5. Werden das jetzt richtig bei Akon 6 mit einintegrieren. Es werden Künstler mit einintegriert, wir werden mit einintegriert, jeder. Ihr könnt in die Kommentare eure Wünsche reinschreiben. Und da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial, weil das Ding ist, guck mal, die Themen an sich, das so normal reingetan hättest, wäre das eigentlich voll langweilig, weil die Themen an sich, die kennst du ja schon. Mhm. Aber was macht hier das besonders? Der Schnitt. Es ist so nochmal eine ganz andere Atmosphäre, es ist sehr interessant, so Flashback-mäßig, es ist Content noch on top, weißt du? Mhm. Und es wird in Zukunft noch sehr, sehr viel kommen. Also alles, was ihr euch wünscht, schreibt es sehr gerne in die Kommentare und sehr, sehr viel Props an den Cutter. Ja, Mann. Sehr viel Props. Friends, wenn es euch hier gefallen hat, lasst dein Like da, lasst dein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.